Und dann spür den Bogen nach innen, das Engwerden der Arme. Und genieß so ein knackig, mittig getroffener Ball. Du wirst es sehen, dass es dann grün in der Mitte wird. Wenn deine Schwungrichtung leicht von außen nach innen ist und du merkst, dass die Schlagfläche, ich habe hier ein Eisen 5, wenn du merkst, dass die Schlagfläche in der Nähe des Schaftes grün ist, oder wenn du auf dem Schaft Kratze siehst und wenn du, oder wenn du selber weißt, dass du schon Sockets gespielt hast, es tut weh, das Wort zu sagen. Ich glaube, wir haben es alle ein bisschen einmal mindestens durchgehabt. Dann schau bitte zu. Ich habe eine Übung genau für dich und ich bin ziemlich sicher, dass diese Übung dir helfen wird. Ich mache das bei meinen Schülern, die eine Hacke-Tendenz haben, die aber außen innen schwingen. Und der folgende Tipp hilft diesen Spielern sehr. So, folgendes bitte tun. Du brauchst zwei Bälle erstmal. Die Übung wird ganz heftig aussehen. Ich habe übrigens 155 Meter zur Fahne. Und ich möchte, dass du erstmal den inneren Ball normal ansprichst. Wie weit würdest du vom Ball stehen? Okay, den Ball normal ansprechen. Nachdem du das gemacht hast, sprich bitte den äußeren Ball an. Jetzt guck, dass du einen neutralen Rückschwung machst. Das ist wichtig, dass die Hände und Schlägerkopf vor dem Körper sind am Anfang des Rückschwunges. Komm in eine gute Position oben. Und dann musst du gucken, dass deine Augen den inneren Ball anschauen, weil den Ball wollen wir treffen. Ich mache erstmal den Schlag vor und dann erkläre ich, warum das gut ist. Okay, äußere Ball, aber ich will den inneren Ball wegschlagen. Oh, das war ein wirklich guter Schlag. Sehr gerade geflogen. Warum ist das gut für Außen-Innen-Socket-Spieler? Das ist gut, weil ich möchte diesen Ball treffen, den inneren und nicht den äußeren, und bin dadurch gezwungen, die Arme ran an den Körper zu bekommen. Ich bin gezwungen, einen kleinen Bogen nach innen zu machen. Das sieht man bei guten Spielen, das bisschen Abflachen des Schlägers. Es wird etwas enger. Und im Treffmoment wirst du sofort spüren, wie viel enger deine Arme am Körper sind. Und es ist wichtig, dass du den hinten rausgesteckt lässt, weil wenn du das tust, dein Becken nach vorne schiebst, dann hast du keine Chance bei dieser Übung. Okay, so eine wirklich tolle Sache. Diese Übung hat eine hohe Trefferquote, es hilft sehr. Normal ansprechen den inneren Ball, aber den Schläger dann erstmal an den äußeren hinlegen, relativ steil ausholen bzw. neutral, aber Hände vorne, bitte nicht das tun, und dann spür den Bogen nach innen, das Engwerden der Arme. Und genieß so ein knackig, mittig getroffener Ball. Du wirst es sehen, dass es dann grün in der Mitte wird. Probier es unbedingt aus und bitte schick mir eine Nachricht. Ich möchte hören, wenn du merkst, wie viel Erfolg das bringt. Viel Spaß beim Umsetzen.